Assalamu alaikum wa rahmatullah. In diesem Video werden wir uns ein wenig mit der Person Sousa beschäftigen. Dr. Sousa, Suhail Thabti. Eher aktiv auf Instagram, da hat er deutlich mehr Follower. Kannst du euch auch mal zeigen dort. Hier, das ist jetzt sein Instagram. Und er ist eine Person, die, ich weiß nicht, also ich kenne sie jetzt erst seit ein, 2 Monaten. Auf jeden Fall, sie ist im Internet aufgetreten mit sehr skurrilen und befremdlichen Auffassungen für den normalen Muslim. Und wir möchten uns in diesem Video mit einer seiner Aussagen hier beschäftigen, einer seiner Beiträge, die er veröffentlicht hat. Und ich möchte euch einfach zeigen, was für ein Stuss das ist. Und zwar geht es hier um Folgendes. Das ist übrigens die Person, so sieht er aus. Dr. Sousa. Hier in diesem Beitrag vom 12. Dezember 2021 hier auf Facebook. Und zwar geht es um diese Frage hier: Sind Nicht-Muslime Kuffar? Das ist seine Frage. Und wir schauen uns mal seine Antwort an und dann gehen wir ein, auf diese Antwort ein, in ein paar Stichpunkten. So, also er sagt als Antwort erstmal nicht zwangsläufig. Der Koran ist kein plumpes Buch. Inwiefern das eine mit dem anderen zu tun hat, ist mir irgendwie nicht so ganz einleuchtend, aber okay. Und Menschen, die dieses Buch ernst nehmen, sollten sich nicht auf dieser Ebene begeben. Was damit gemeint ist, verstehe ich auch nicht. Also wenn ich diese theologische Auffassung habe und die oder eben dieses theologische Bild, das ich mir aus dem Koran abgeleitet habe, warum muss das, was für eine Ebene soll das denn sein? Denn der Koran verfolgt ein bestimmtes Ziel, den Menschen auf all seinen Ebenen aufzuwerten. Tamam. Zur Frage. Jetzt kommt er mit ein bisschen. Jetzt in diesem Teil jetzt schwadroniert er über das arabische Wort. Er sagt, Kuffar ist arabisch und ist die Pluralform von Kafir. Kafir kann mit Leugner, Verdecker oder Undankbarer wiedergegeben werden. Diese Bezeichnungen sind Nomen. Nomen sind anders als Verben vom Tempus, Zeit unabhängig. Ein Stuhl war, ist und bleibt ein Stuhl, unabhängig von der Zeit. Verben hingegen sind zeitabhängig, bla bla bla. Ach, diese Werbung ist nervig. als Kuffar, jetzt kommt der fatale Teil oder der fatalste Teil von diesem Beitrag. Das ist jetzt sozusagen seine Schlussfolgerung. Als Kuffar kann man ausschließlich Menschen bezeichnen, die leugnend verstorben sind. Nur diese kann man ernsthaft als Kuffar, Leugner, Verdecker der Wahrheit bezeichnen. Und da niemand von uns diesen Zugang hat, kann auch niemand diese als Kuffar betiteln. Eine denkbare Ausnahme könnte sein, wenn diese von sich selbst sagen, dass sie Leugner sind. Aber auch dann könnte ich sie nicht als solche sehen, weil es eine Momentaufnahme ist und keine abschließende Entscheidung. Tamam, Suda. Was in einem Staat, der sich am islamischen Recht orientiert und Menschen aufgrund rechtlicher Konsequenzen kategorisiert, gilt, ist eine rechtspolitische Frage, die hierzulande keine Relevanz hat. Okay. Wir wollen auf diese Aussagen von ihm eingehen, ein wenig. Und uns die mal etwas genauer betrachten. Grundsätzlich muss man wissen, Suda, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, ich spreche es mal so aus, oder einfach Suhail, hat sich vor kurzem jetzt offenbart, dass er, also er hat offenbart, dass er den Islam, der auf Unrecht und Lügen basiert, dass er diesen Islam verlassen hat zu einem Islam der Gerechtigkeit und der Wahrheit. Und er meint damit, also mit dem auf Lügen basierten und Unrecht basierten Islam, meint er sozusagen den konservativen Islam.
oder den konventionellen Islam. Und mit dem neuen Islam, den er gefunden hat, damit meint er eben den Islam, den ihm sein labiles und resignierendes Unterbewusstsein voller Komplexe eingeflößt hat. Das sage ich, weil er das über sich selbst sagt. Also, dass er eine labile Person ist, meine ich. Ich bezeichne ihn als labile Person. Das ist kein Schimpf, das ist er in einem Interview mit dem, wie heißen sie nochmal, den Datteltätern oder irgendwie, ich weiß nicht mal, wie sie heißen. Ich verfolge sie auch gar nicht. Da erzählt, spricht er nämlich von seiner psychischen Situation und seinen Depressionsphasen und dem Aufenthalt in der stationären Aufenthalt in der Klinik, 6 Monate nehme ich an. Ja, das ist zwar nicht das Thema, aber vielleicht hat das eine ja mit dem anderen zu tun. Möglicherweise. Und jedenfalls, es ist nicht zu übersehen, dass dieser Islam, den er da vorleben möchte, den er predigt, dass das ein liberal-säkularistischer Islam ist oder dass er bei diesem Blickwinkel aus einer säkularistischen, liberalen Narrative den Islam betrachtet, also aus einem mit einer säkulären, liberalen oder liberalistischen Ansicht, mit einer Brille sieht er den Islam. Und das, was er dann hier hervorbringt, ist ein, ja, nee, das ist ein Synkretismus, das heißt eine Vermengung, Vermischung von verschiedenen Ideologien und Weltansichten, unter anderem eben die liberalen Ideen, säkulären Ideen, mit denen er aufgewachsen ist und die wahrscheinlich im Unterbewusstsein seine Ideen formen. Und eben das, was er gelernt hat in den deutschen Universitäten von den oder den Nachkommen Goldziers und Tillmans und ihresgleichen. Und das versucht er dann unter dem Namen Islam zu vermarkten in Deutschland. Ich nehme mal an, dass es der zweite Versuch ist hier in Deutschland. Also wir hatten ja den deutschen Islam Version 1.0, das war mit dieser Atisch und dem homosexuellen Imam Hermann. Und das ist gescheitert. Das war ein bisschen zu offensiv. Das war zu offensiv und mittlerweile gibt es jetzt ein paar neue Versuche oder Bewegungen, die nicht mehr so ganz offensiv sind und die sich doch eher zumindest für den ersten Moment eher an den konventionellen Islam oder ja, an Islamverständnis zu halten versuchen. Ich muss sagen, ich habe selten den Drang verspürt, auf irgendetwas zu reagieren oder auf die Beiträge von jemandem, also infolge der Beiträge von jemandem etwas zu sagen, so wie ich das, wie ich den Drang hier verspüre. Und das liegt einfach daran, weil das wirklich sehr, sehr fatale Aussagen sind und die diametral mit den Ideen des Islams in Konflikt stehen. Wobei, auch wenn ich diesen Drang verspüre, muss ich sagen, war ich mir auch nicht sicher, ob es unbedingt notwendig ist, denn irgendwie glaube ich, dass seinesgleichen nicht viel Aufmerksamkeit bekommen werden unter der islamischen Community. Aber auf der anderen Seite sind das halt sehr gefährliche Dinge, die er davon sich gibt. Nun kommen wir zu seiner kurzen Analyse über diesen Begriff, nochmal zu seinem Beitrag zurück. Also er hat das Ganze ja begonnen mit dem linguistischen Ursprung des Wortes. Und dann kommt er mit irgendwelchen inkohärenten Aussagen über Verben, Tempos, Nomen und so weiter. Der Ge Begriff Kafir ist ein sogenanntes Ismul Fa'il, das heißt, manche übersetzen das im Deutschen als Partizip aktiv.
Das heißt, es ist ein Derivat, abgeleitet aus einem Verb. Und abgeleitete Begriffe, die sogenannten Mushtaqat, haben alle etwas gemeinsam, und zwar haben sie eine beschreibende Komponente. Sie beschreiben also jemanden. Sie beschreiben jemanden anhand der Taten, anhand der Taten, oder sie beschreiben ihn mit Eigenschaften, die mit den Taten zu tun haben, aus denen dieses Derivat, dieses abgeleitete Wort eben hergeleitet ist. Wie zum Beispiel, wenn ich sage, ana ja'i'un, ja'i', nach dem gleichen Wortschema, fa'il, ich bin hungrig. Ja'i' kommt von dem Verb ja'a. Tamam? Das heißt, es muss nicht heißen, ja, ich, wenn ich sage, ana ja'i', dass ich ständig hungrig bin und immer, abgelöst von der Zeit, immer hungrig bin. Und dass man über mich nicht hungrig sagen kann, bis ich wirklich infinit hungrig bin. Das ist natürlich Schwachsinn. Das dazu. Außerdem ein ganz anderer Punkt, der ebenfalls wichtig ist. Etymologische Beschreibungen von Begriffen, also die Wortherkunft und wie ist dieses Wort linguistisch verortet, das ist nicht immer relevant für den Koran. Der Koran definiert sich nämlich selbst. Bestimmte Begrifflichkeiten haben im Textkorpus des Korans eine eigene Bedeutung. Und das ist insbesondere bei Begriffen der Fall, die in Hülle und Fülle im Koran vorkommen. Ja, der Begriff jetzt Iman und Kufr, diese kommen an zigtausenden Stellen vor. Es gibt kaum eine Seite, in der dieser Begriff nicht mehrmals vorkommt. Und dementsprechend sind wir in der Lage, anhand der ganzen verschiedenen, der vielzähligen verschienen Stellen und der entsprechenden Kontexte eine koranische Definition für die Begriffe abzuleiten. Da brauchen wir diese etymologischen Hintergründe nicht mehr. Weil wenn wir nach diesem Schema und nach dem Konzept hier gehen, wie er das hier macht, erstens wird die Bedeutung Kufr oder Kafir oder Kuffar, oder sämtliche Ableitungen des Wortes werden an manchen Stellen sogar keinen Sinn mehr ergeben, wenn es nur die Leugnung ist oder das Verdecken von etwas. Das wird an manchen Stellen nicht mehr funktionieren oder an vielen Stellen. Zweitens könnten wir das ja dann mit anderen Begriffen ebenfalls machen. Also fangen wir mal an mit dem Gebet. As-Salah bedeutet linguistisch Ad-Dua. As-Salatu Ad-Dua. Das heißt, das Bittgebet. Das Salah ist einfach das Bittgebet. Ich muss nicht dieses ganze Ritual, yani täglich fünfmal dieses Ritual durchführen. Ich kann einfach, wann ich möchte, aus dem Herzen Stoßgebete zu Allah sprechen und khalas, das Gebet ist erfüllt. Das könnten wir dann auch über die Zakat sagen, weil Zakat bedeutet linguistisch An-Nama, der Wachstum, Fortschritt. Das heißt, wenn ich mich wirtschaftlich betätige und dadurch zum Wohlhaben von der Allgemeinheit, yani das Wohlhaben der Allgemeinheit fördere, dann ist die Zakat entrichtet. Und was haben wir da noch? Zum Siyams, As-Sawm, Inni nadartu lirrahmani Sawman. As-Sawm ist linguistisch das Enthalten, sich von etwas zu enthalten. Dann kann man sagen, dass jegliche Formen der Enthaltsamkeit Fasten sind. Und Al-Hajj bedeutet, einen Ort anzupeilen. Al-Hajj al-Qasd, Hajja Makan al-Qasada. Dann könnten wir sagen, dass das auch nicht mehr auf Mekka begrenzt ist, yani Al-Hajj. Ich könnte auch nach Jerusalem Hajj machen gehen. Oder in die Moschee in meiner Stadt. Das heißt, die Implikationen von einer derartigen Auslegung sind weitgreifend. Der nächste Punkt ist, er geht davon aus, in seinen Erklärungen vom Iman, dass der Iman einfach nur die Überzeugungen sind. Das ist aber nicht korrekt. Der Iman, der Begriff Iman im Koran und das Gegenstück davon, der Kufr, das sind zwei Gegenteile. Diese werden im Koran nicht nur für Überzeugungen verwendet, auch für Handlungen, auch für Aussagen. Und das sehen wir ganz deutlich im Koran.
يعني مثلا الله تعالى sagt: وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. Es ist einem Menschen nicht gestattet, es obliegt ihm nicht, dass Allah ihm, also den Propheten, dass Allah ihnen das Buch und die Weisheit und das Urteil gibt. Und sie dann zu den Menschen sagen: seid meine Diener, dient mir, nicht Allah. Das ist nicht gestattet und sowas passiert nicht. Dies ist nicht zulässig und passiert nicht. Und dann sagt Allah im Anschluss: أَيَأْمُرَكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Befehlen sie euch den Unglauben an, nachdem ihr denn Muslime wart? Der Unglaube hier ist die Anbetung anderer als Allah. Und das passiert nach dem Islam. Also hier geht es um eine Handlung. Oder in der Aussage Allah Ta'alas in der Geschichte über den Gartenbesitzer, wo es heißt: وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Und er betrat seinen Garten. Er betrat seinen Garten. Al-Jannah ist hier der Garten. Er betrat seinen Garten gegenüber sich selbst im Unrecht. وَقَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا. Und er sagte: ich glaube nicht, dass diese jemals zugrunde gehen wird. Dass dies jemals enden wird. Dass dies jemals zu einem Ende kommen wird. Und ich glaube nicht, dass die Stunde kommen wird. Das sind Aussagen, die er hat. Aussagen, die aber in gewisser Weise mit seinen Überzeugungen verbunden sind. Beziehungsweise seinen Vermutungen. Das sind ja keine Überzeugungen. Wobei das Wort Adhan auch als Überzeugung übersetzt werden könnte in diversen Situationen. Und dann sagt er, aber das ist nicht, weil er nicht an Allah glaubt oder weil er denkt, es gibt keinen Schöpfergott. Denn er sagt danach: وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte, لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا. Und wenn ich zu meinem وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. Und wenn ich zu meinem Herrn zurückgebracht werden sollte, dann werde ich bei ihm sicherlich besseres oder einen besseren Garten als diesen hier finden. Und dann sagte zu ihm sein gläubiger Gefährte: قال له صاحبه أكفرت بالذي خلقك. Hast du etwa den Unglauben begangen gegenüber dem, der dich geschaffen hat? Es geht hier also nicht um es geht hier nicht um, wie heißt es, ledigliche innere Überzeugungen. Außerdem sprechen Taten ja auch. Taten sprechen auch. Und entsprechend gibt es eine Korrelation zwischen dem äußeren Tun und den inneren Überzeugungen eines Menschen. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بِهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Und sie schwören bei Allah, dass sie nichts gesagt hätten. Aber sie haben bereits ein Wort des Unglaubens gesagt und den Islam nach ihrem und den Islam verlassen. Oder den Unglauben nach dem Islam begangen. Außerdem, wenn man nach seiner Theorie hier geht, dass man, wenn ich, ja, nee, ich weiß ja nicht, wie er versterben wird, also über den Status quo können wir nicht sprechen, dann müsste das Gleiche doch auch für den Islam gelten. Wir würden ja nicht wissen, ob jemand als Muslim stirbt, im Endeffekt, am Ende seines Lebens, in den letzten Momenten seines Lebens. Also könnten wir über ihn auch nicht mehr sagen, dass er ein Muslim ist. Weil wir haben ja keinen Zugang zu diesem Wissen. Warum nur beim Kufr? Warum nur beim Kufr? Und außerdem
hat das Konsequenzen. Ja, wenn es dann der, wenn das der Fall ist, dass wir dies also nicht wissen können über jemanden. Und egal was er tut, egal was er sagt, dann bedeutet es ja auch, dass eine ganze Reihe von Normen und Gesetzgebungen des Islams, die angeknüpft sind an Bezeichnungen, dass die alle hinfällig werden. Ja, مثلا Eherecht. Allah Ta'ala sagt: "Wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum." Und heiratet nicht die Mushrikat, also die ungläubigen Polytheistinnen. Heiratet sie nicht. Wala tunkihul mushrikina. Verheiratet eure Töchter, eure Schwestern nicht mit den Mushrikin, den ungläubigen Polytheisten. Erbrecht. Der Prophet Allah sallallahu sagte: La yarithul muslimu kafiran wala al kafiru musliman. Der Muslim erbt den Kafir nicht, erbt nichts vom Kafir und umgekehrt ebenfalls nicht. Wenn wir das gar nicht mehr ausmachen können, dann warum sagt er sowas? Das hat doch gar keinen Sinn, uns davon zu erzählen. Zeugenrecht, Kriegsrecht, Nahrungsmittel und Konsum, das Totengebet, Mathalan, das Totengebet. Allah Ta'ala sagt im Koran: "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada." Und bete für keinen von ihnen, wenn er verstirbt. "Wala taqum ala qabri." Und stell dich nicht auf sein Grab. Also zum Toten, das für die Janaza. Wenn man das nicht identifizieren kann, oder wenn man den Menschen doch gar nicht als solchen beurteilen kann, was haben denn diese Ahkam für einen Sinn? Die machen doch alle gar keinen Sinn mehr und sind obsolet. Also man sieht, dass diese Aussage von ihm absoluter Schwachsinn ist. Ich weiß nicht, ob er das unter Einfluss von Neuroleptika oder derartigem gesagt hat, denn das ist einfach Humbug. Und damit begnügen wir uns auch. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.